So, liebe Freunde des gepflegten Motorsports, heute also das Porsche Carrera Cabriolet 992. In zweierlei Hinsicht für mich eine absolute Premiere, weil den 992, den neuen Porsche 911, bin ich noch nicht gefahren und das Cabrio natürlich auch noch nicht. Das Problem für mich am Cabrio-Fahren ist, dass ich eigentlich keine Cabrios mag. Ja, das ist jetzt schlecht, ne? Aber ich mag Cabrios schon, wenn sie entweder Mercedes G-Klasse heißen, gibt es aber nicht mehr, wird nicht mehr verkauft. Oder es ist ein Sportwagen, weil dann macht Cabrio-Fahren Sinn. Du machst das Dach auf und du hast mehr Sound. Und das ist natürlich was, was ich sehr liebe. Schauen wir uns den 992 mal an. Er hat große Veränderungen erfahren, vor allen Dingen an der Vorderachse ist er 4,6 cm breiter geworden. Und dann gibt es die Mischbereifung, vorne 20 Zoll, hinten 21 Zoll. Damit wollten die Jungs bewirken, dass dieses leichte Untersteuern, was ein 911er immer schon hatte, dass das weg ist. Und die Frage ist natürlich jetzt, ist das wirklich weg? Und die Kernfrage ist, kann der Matthias mit so einem Cabrio Spaß haben? Ist das okay? Oder sagt er am Ende, nee, ich will doch nicht Cabrio fahren. Nur mal ganz kurz erklärt, warum ich Cabrio fahren nicht mag. Es liegt daran, du hast entweder zu hohe Temperaturen, dir wird heiß. Dann kniepst du immer die Augen, weil die Sonne so stark scheint. Oder es ist zu kalt, dann willst du das Dach immer zu haben. Dann gucken dir die Leute immer in das Auto rein, das mag ich auch nicht so gerne. Deswegen G-Klasse, da guckt dir keiner rein, da guckst du auf alle anderen runter. Das sind so die Themen, warum ich Cabrio-Fahren eigentlich nicht mag. Aber wir sind hier auf einer sehr, sehr verlassenen Landstraße, wo kein Mensch ist und wir können ballern ohne Ende. Gucken wir uns das Auto mal an. Das allererste und das Wichtigste ist das Heck. Es ist einfach nur... Die Geister scheiden sich da, ne? Die Leute sagen, oh nee, das geht gar nicht und so weiter. Ich sage, Leute, das ist das schönste Heck, was ein 911er jemals gehabt hat. Guckt euch diesen breiten Hintern an. Ist das nicht, das ist hier JLO 5000, Leute. Dann diese breiten Schultern. Du bleibst schön da, Bernie, ne? Bernie ist übrigens mein Kameramann. Bernie, kannst du auch reden? Jo. Er kann auch reden. Diese breiten Schultern hier, ne? Auf beiden Seiten, das ist so Schulterpolster. Da siehst richtig, dass da hinten das Kraftwerk ist, dass da die Power herkommt. Designmäßig ist das absolut abgöttisch. Dieses Leuchtenband hier, durchgängig, keine Unterbrechung, gar nichts. Das ist einfach so göttlich schön. Dann dieser ja, Oldschool aus den 70ern, Schriftzug, ne, natürlich neu übersetzt, aber das ist an die 70er angelehnt. Und ja, Sportabgasanlage hat er, also das sollte sich auch ordentlich anhören. Dann diese Lüftungsgitter hier, ne? Diese Streben hier, auch in Anlehnung an die alten Elfer. Ich finde es einfach nur wunderschön, dieses Heck. Guckt euch das an, Leute. Ey, das ist einfach nur zum Niederknien. Wollen wir nach vorne gehen? Jo. Einmal nach vorne, ne? Seite, Seite. Richtig schön breit. Bei dem Cabrios ist hier oft so, dass das nicht schön aussieht, ne? Weil das halt das Verdeck irgendwo braucht alles Platz. Porsche hat das so schön integriert, diese Linie ist fast genauso wie beim Coupé und das sieht einfach nur wunderschön aus. Die Front ist breiter geworden, dadurch wirkt das Auto noch viel flacher und es ist einfach, ja, das ist, finde ich, seit langem, ah, guck mal hier, das ist auch ein Sportwagen mit Rallye-Streifen dran. Immer wenn ein neuer 911 rauskommt, ne, denke ich mir so, meine Güte, ist der schön. Aber bei dem Auto ist es noch mal anders, weil durch dieses Breite hier, ne, guckt euch das an, wie breit das hier geworden ist, wirkt das Auto noch monumentaler, noch sportlicher und das ist wirklich ein anderer Schnack als die letzten Evolutionen von dem Auto, designmäßig ein absoluter Kracher. So, jetzt machen wir mal Sound, oder? Bernie? Ja, also, Sound ist gut, hört sich schön an, ist der leise Modus. Jetzt kommt die Abgasanlage dazu. Ah, das klingt schon satter. Oh. Was sagt ihr? Ich finde es okay, ganz ehrlich. 3 Liter und natürlich durch die Turbolader ein bisschen, ne? Aber es ist immer noch dieser raue Baritonton von diesem 6-Zylinder-Boxermotor. Das ist 911er durch und durch dieser Sound. Verabschiedet euch von den Saugmotoren, die gibt es jetzt nicht mehr. Ja? Das hier ist das neue Ding und der hört sich geil an, vor allen Dingen beim Fahren und genau das ist es, was wir jetzt machen. Oder soll ich einmal wegbeschleunigen, Bernie? Bleibst du einmal hier, dann komme ich dich wiederholen? Ich bleib lieber da. Du bleibst lieber da? Kurz mal, ja. Achso, das ist auch noch eine Frage. Wird der Bernie den Tag heute überstehen? Nee. Nee? Doch, doch. Wirst du? Oh, 5 Minuten später bin ich wieder da. Ich konnte nicht wenden, Bernie. Sorry. Komm rein. Alter, die Bude geht ab. Habt ihr das gesehen? Hast du das gesehen? Die ist unfassbar. Ey, ohne Scheiß, ne? Das ist echt, und das war noch nicht mal Sport Plus.
Das war noch nicht mal Sport Plus. So, Bernie, dann fahren wir mal eine Runde, oder? Hast du Bock? Ja. Wie ist das mit dir so? Wird dir schlecht beim Fahren? Meistens ja. Okay. Ich will noch ein bisschen was zu erzählen hier zu diesem Pin. Ne? Kannst du da einmal drauf gehen? Das ist der neue Wählhebel. Da kannst du nicht mehr in die manuelle Gasse gehen. Viele Leute regen sich darüber auf. Da kannst du nur noch DR und manuell ist hier der Knopf. Parken ist auch der Knopf. Ja? Viele Leute regen sich darüber auf. Ich weiß aber nicht warum. Weil ganz im Ernst, ne? Du schaltest doch nicht hier unten die Gänge durch bei einem Porsche Doppelkupplungsgetriebe. Da schaltest du am Lenkrad oder du lässt die Automatik schalten. Weil wenn du hier unten schalten willst, dann nimmst du lieber einen Handschalter. Handschalter kommt auch. Im Moment gibt es nur PDK. Was ich absolut mega finde, immer die beste Option, musst du auf jeden Fall machen. Aber wer da unten reißen will, ne, der muss sich einfach einen Handschalter kaufen. Und der muss dann auch kuppeln. Aber sich darüber aufzuregen, dass es hier keine manuelle Gasse mehr gibt, das ist totaler Quatsch in meinen Augen. Deswegen, ich finde es mega. Ich finde den Hebel super schön. Der ist echt cool zum Operaten, ja, zum Bewegen. Rückwärts, vorwärts ist D. Einfacher geht's nicht. Und ab da gehst du in die manuelle Gasse und schaltest hier deine Gänge durch oder du lässt die Automatik schalten. Schaltzeiten wurden nochmal verbessert im Gegensatz zum 991. Ein interessantes Detail ist tatsächlich, dass das Auto vorbereitet, also das Getriebe ist vorbereitet für die Hybridisierung. Also da passt quasi ein E-Motor vorne rein. Und das ist natürlich auch spannend. Also brauche ich jetzt im Moment noch nicht, aber irgendwann brauchen wir das. Vor allen Dingen gibt ein Hybrid halt noch mehr Power. Also wir sind jetzt bei 450 PS. Könnte spannend werden, wenn du dann einen ganz normalen Carrera S dann, was weiß ich, um die 500 PS hast, zumindest kurzfristig. So, jetzt wollen wir mal fahren. Aber wollen wir erst das Dach aufmachen? Ja, Bernie? Ich schwitze schon ein bisschen. Du schwitzt? Ja. Ja, dann machen wir natürlich das Verdeck auf. Nein, also Verdeck ist auch alles optimiert, ist leichter geworden. Diese Magnesiumspiegel, also das Dach ist aus Magnesium, sorgt dafür, dass sich das nicht so aufpustet bei höheren Geschwindigkeiten. Ist aber auch schon länger so, aber haben sie wieder optimiert. Wir machen das Dach auf. Es geht bis zu 50 Stundenkilometer auf und zu. Reicht, wenn es anfängt zu regnen, zick, zack, ist das Ding wieder zu. Und das Schöne ist, dass das nur 12 Sekunden dauert. Ist nicht der allerschnellste. Es gibt Leute, die können das schneller. McLaren 27S schafft es in 11 Sekunden. Aber gut, die eine Sekunde können wir, glaube ich, verschmerzen. Ne? Also alles easy. Wir machen den Auspuff auf laut und jetzt kommt das Thema Cabrio fahren mit einem Sportwagen. Sportwagen und Cabrio kombiniert. Das ist die perfekte Kombination. Wie oft habe ich in einem Auto drin gesessen und in einem Tunnel, boah, ich muss die Scheiben runter machen. Musst du nicht mehr, weil du hörst die ganze Zeit den Sound. Wenn du die Scheiben runter machst, ist es natürlich noch präsenter. Und jetzt hören wir uns die Bude mal an. Da soll bitte noch einmal einer sagen, dass der sich nicht mega anhört. Aha, leichtes Turbo-Abpfeifen vom Wastegate. Ah. Hey. Wer sagt, dass dieses Auto sich nicht geil anhört? Das ist absolut genial. Natürlich ist es ein Turbomotor und der hört sich anders an als ein Sauger. Aber für einen Turbo ist das einfach mega. Es ist ein Porsche 911 reinsten Wassers. Meine Meinung, Leute. Das ist ja hier, sind ja lauter Serpentinen, ne? So,
Genau, die größte Änderung ist tatsächlich, was das Fahren anbetrifft, die Vorderachse. Und das ist absolut brutal, wie schnell dieses Auto einlenkt und wie sauber und wie vorhersagbar. Früher war das immer so, du hast eingelenkt, also tatsächlich bei allen vorherigen Generationen war das so, du hast eingelenkt und dann hat das Auto so kurz überlegt, ach so, ja, er will einlenken und dann ist er gefahren. Und das war so ein sehr leichtes Einlenken. Jetzt ist das viel zackiger geworden. Das Auto ist insgesamt neutraler, was dafür sorgt, dass du schneller durch Kurven fahren kannst, dass es sicherer ist und so weiter und so fort. Also das ist tatsächlich eine Verbesserung, die tatsächlich richtig krass zu spüren ist. Jetzt fahren wir wieder hoch. Oh, die Hinterachse tanzt mit mir. Die Hüften werden geschwungen hier. Alter, dieses Auto. Sehr enge, sehr windy roads hier in Griechenland, in der Nähe von Athen. Ey, das ist so schnell. Geht der Hobel quer? Ja, und zwar vom Allerfeinsten. So schön kontrollierbar. Das ist, und gleichzeitig, also das Problem ist beim Driften, das ist ja langsam, ne? Und bei reinen heckgetriebenen Fahrzeugen mit Frontmotor hast du immer so das Gefühl, so, wenn ich drifte, dann komme ich einfach wirklich gar nicht mehr vom Fleck. Und das ist bei einem Porsche, obwohl er nur Heckantrieb hat, nicht der Fall, weil natürlich der Motor hinten ist. Es ist ein reiner Heckmotor. Und das sorgt dafür, dass du eine Ultra-Traktion hast, auch wenn die Hinterräder durchdrehen beim Driften. Und das ist das, was ich an Porsche so liebe. Dieses Heck ist so schön weich und ja, es ist in jeder Fahrsituation kontrollierbar und oh, nächste Kehre. Wie sieht es mit dem Schlechtsein? Alles in Ordnung? Ja? Da ist noch Luft nach oben. Alles klar, dann gebe ich noch ein bisschen Gas, würde ich sagen. Doch was ich auch schön finde, die Gänge auszudrehen, das ganze Drehzahlband zu nutzen in der manuellen Gasse, sage ich schon wieder, im manuellen Modus. Vierter Gang, 70 bis 100 war das jetzt gerade. Und das waren 3.500 Touren. Das ist einfach dieses, wirklich das breite Drehzahlband zu nutzen und zu sagen, ja, ich drehe den von ganz unten hoch und ich will den Gang fahren. Ich will nicht, dass das Doppelkupplungsgetriebe die ganze Zeit mir reinfuckelt und die ganze Zeit den optimalen Drehzahlbereich des Motors benutzt, sondern ich will auch mal unoptimal sein und spüren, wie die Kraft kommt. Und da ist obenrum tatsächlich nochmal so ein Ding, wo das nochmal so richtig rauskommt. Ah, die Kraft. Also Leute, wir gucken uns das Ding jetzt mal an. Das ganze Innenraumzeug. Ne? Es ist alles an Bord, es ist alles sehr, sehr schnell verständlich. Du findest dich hier sofort zurück. Das hier ist super clean. Was ich ein bisschen frage, hier ist der Lautstärkeregler. Ne? Es gibt ja Leute, die haben eine Uhr am rechten Arm. Wenn du dann hier deinen Arm auflegst, dann wird das hier wahrscheinlich ziemlich schnell verkratzen, weil du dann immer da hier liegst und mit der Uhr so rummachst. Ne? Das könnte ein bisschen doof sein. Ansonsten hier Verdecköffnung. Dann gibt es hier noch ein kleines Feature. Das ist das Windschott. Das geht raus innerhalb von 2 Sekunden elektrisch und dann spürst du hier tatsächlich gar keinen Wind mehr drin. Was sagen die Haare? So wie immer. Hier hast du 2 Tasten, die kannst du dir frei belegen. Taste 1 ist bei mir die Abgasanlage. Habe ich eingestellt. Laut, leise, laut, leise. Taste 2 habe ich nicht belegt. ESP off und das Porsche Dynamic Chassis Control ist auch da belegt, direkt angewählt. Und ich finde das Interieur super. Du kannst hier deinen Arm auflegen, um das Ding zu bewegen. Navigation, Media, Telefon, Car, Abgasanlage, Start, Stopp machen wir bitte aus. Sport Plus, ja, kann man so machen. Bernie, und jetzt haben wir noch eine Sache, die müssen wir uns angucken, die ich nicht so schön finde. Wir müssen raus, ich schnall dich ab. Also, das Heck, ich habe schon gesagt, es ist zum Niederknien schön. Bis das passiert. Kommt er raus? Ja, kommt raus. Also, das ist
Ja, der ist super, der sorgt für Abtrieb und so weiter oder weniger Auftrieb. Aber ganz ehrlich, ich finde ihn einfach nicht schön. Ich finde ihn einfach nicht schön, weil das einfach ein Teil der Karosserie ist. Das ist kein Heckflügel, der ausfährt, sondern es ist ein Teil der Karosserie. Besonders hier das Stück. Ich glaube, wenn der Heckflügel hier abgeschnitten wäre und das Teil hier da drin bleiben würde, dann fände ich ihn schön. Aber so ist das einfach nur, da kommt wirklich die ganze Karosserie wird so angehoben und das ist was, was mir nicht so richtig gut gefällt. Auto ist aus und abgesperrt. Wir setzen uns ins Café rein und bestellen ein Espresso, Expresso. Und dann merken wir, oh Mist, es fängt an zu regnen. Ah, jetzt geht's, jetzt geht's. So, ist zu. Cool, oder? Mhm. Ziemlich gut. Aber jetzt sieht man nochmal den Heckspoiler, ne? Da sieht's gut aus? Er ist auf jeden Fall am Atmen, ne? So. Ah, puh, die ersten 10 Minuten mal mit, die habe ich überstanden. Wir machen wieder auf. Es gibt noch was Besonderes, ein Wet Mode. Also es gibt hier beim Sport Chrono, beziehungsweise haben das alle, den Wet Mode haben glaube ich alle, oder? Den Wet Mode haben alle. Die haben alle, ja, ja. Wet Mode haben alle. Also Sport Chrono, ganz normal, Sport Plus, seht ihr, ne? Wird er sofort an die kurze Leine genommen, extreme Schaltzeiten. Das ist ein Düsenjäger, Alter, das gibt es nicht. Aber wir wollten auf den Wet Mode zurückkommen. Es gibt im Rathaus tatsächlich einen Sensor, der Nässe spüren kann. Er kann die aber nicht spüren oder fühlen, sondern er hört die Nässe. Und dann sagt er dir hier im Display, wenn es regnen würde, sagt er dir dann, Mathis, es ist nass, bitte mach den Wet Mode an. Der Wet Mode kannst du dann hier einschalten. So, jetzt sind wir im Wet Mode. Das ist für mich der Angst Mode. Ja, wenn du wirklich keine Lust hast, dich zu drehen, dann musst du den Wet Mode anmachen. Ich glaube, dass du dich auch so nicht drehen kannst, aber es wird dann alles auf zahm geschaltet. Das PSM ist in besonderer Obacht. Ja? Die Gasannahme ist ein bisschen flacher und so weiter. Ist alles auf Vorsicht ausgelegt, was dafür sorgt, dass es einfach ja, wirklich nicht dafür sorgt, dass du mal mit dem Heck schwänzelst oder sowas, weil alles auf sanft und auf Vorsicht ist. Der Angstmode ist, glaube ich, ja, das kann man schon machen, aber ich sag jetzt mal so, ich glaube, die Elva-Fahrer wissen alle, was sie tun und du kannst dich sowieso heutzutage, wenn das PSM angeschaltet ist, mit so einem Elva eigentlich nicht mehr drehen. Aber es kann natürlich vorkommen, dass du irgendwie von der Ampel wegbeschleunigst und dann macht er so einen kleinen Heckschwänzler, weil du das Gas ein bisschen zu doll durchgetreten hast. Und dann ist natürlich der Moment, wo ein Normalfahrer, vielleicht die Tochter oder sonst irgendwer, dann wirklich Angst kriegt. Und das kann in dem Wet Mode tatsächlich, glaube ich, nicht mehr passieren. Wir haben es nicht ausprobiert, weil es nicht nass ist. Aber es soll dafür sorgen, dass es einfach noch viel sicherer wird. Und insofern ist das cool. Dann gehen wir wieder auf Sport Plus. PSM off. Und dann machen wir noch das Fahrwerk wieder auf weich. Das ist das erste Mal, dass in einem Porsche 911 Cabrio tatsächlich das Sportfahrwerk verbaut werden kann. Finde ich cool. Auf solchen Straßen hier, Griechenland, so ein bisschen bumpy, so ein bisschen Nordschleife in Griechenland, brauchst du das definitiv nicht, weil es einfach ja, zu hart ist. Aber die Spreizung wiederum ist so fantastisch weit. Der normale Modus ist easy, entspannt, überhaupt kein Ruckeln, Zuckeln. Hier gibt es keine zittrigen Dinger in der Karosserie, sondern es ist einfach, ja, es ist einfach ein schönes, entspanntes Fahren. So. Wir gehen raus, Schatzi. Schön ist der. Der ist wirklich schön. Innen wie außen. Guck dir das mal an. Das ist auch eine Hommage an die früheren Porsche, dass das hier eine horizontale Linie hat. Ja, geht da ruhig mal lang hier so. Das ist einfach designmäßig so schön gemacht, das Auto. Und dann hier auch, mach mal die Wasserflasche schnell weg, dieser Türgriff, oh, was habe ich denn da gemacht? Der Türgriff hat genau die gleiche Neigung wie der Türöffner. Metall hier, ne?
Metall, Carbon, Leder, 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 kein Leder. Aber das hier hat die gleiche Neigung. Das ist einfach so schön gemacht. Das sind Sachen, die fallen dir erst auf, wenn du ein bisschen damit unterwegs gewesen bist. Dieses Auto ist rundherum schön. Hier gibt es eine Handyablage. Gibt es eine Handyablage mit Wegrutschschutz. Das sind so die kleinen Details, die einfach das Auto noch besser machen. Zeit für ein Fazit, Leute. Matze Malmedy mag eigentlich keine Cabrios. Es sei denn, es ist ein Sportwagen. Und das hier, der Elfer, ist definitiv ein richtig schöner Sportwagen. Fenster müssten jetzt eigentlich noch runter. Ich muss ihn jetzt leider gleich wieder abgeben. Und zwar wirklich leider. Ich mag dieses Cabrio. Ich sag mal so, das ist die schönste Sonnenbank der Welt. Tschüss, Feierabend, ich hab euch lieb. Ciao, euer Mattes.